Ab 21. September zieht der Herbst ein und die Milch wird dann halt vom Geschmack wieder kräftiger. Fett- und Eiweißgehalt steigen etwas an und die Kühe kriegen schon Winterfutter zugefüttert, das steht auf dem Futtertisch, können aber weiterhin auf der Weide noch Gras dazu fressen und je nachdem, wie lange der Spätsommer anhält, schmeckt die Milch dann halt sommerlicher und wenn sie dann wieder mehr Winterfutter fressen, wieder eher winterlicher, kräftiger. Also das ist das Charmante an der Herbstmilch, diese Schwankungen. Das Breite ist am größten zwischen Sommer bis zum Winter.